Wenn in Köln am Heumarkt ein Kätzchen von einem Zebra gefüttert wird, ein Marienkäfer mit Blumen in der Hand tanzt und sogar zwei wilde Tiere zusammen schunkeln, hat es entweder einen Ausbruch im Kölner Zoo gegeben oder es ist Karneval am Rosenmontag in Köln 2017. Neben der Musik und dem gemeinsamen Feiern spielt natürlich auch das Outfit eine große Rolle. Doch als was haben sich Jecken verkleidet, um aus der Menge herauszustechen? Minnie Maus! Mickey Maus! Minnie und Mickey Maus! Minnie und Mickey Maus! Ich bin Schlumpfine! Woo! Sieht man doch! Hallo, hallo, wie heißt du denn? Oh. Maike! Hey Maike, was hast du für ein schönes Kostüm? Ich bin eine Katze. Du bist Katze? Ja. So, du bist halt eine Katze. Bist du denn auf der Suche nach einem Mäusefreund heute? Nein. Sieht man das nicht mit unseren Muskeln? Bodybuilder. Wer von euch dreien ist denn der krasseste Muskelmann? Ich. Hey, ich zieh das schon so lange durch inzwischen. Ich hab alles genommen. Ich werd jeden Morgen das krasseste. Wirklich. Morgen Eiweiß, das ist unser Mittel. Das ist der Frack der großen Kölner Karnevalsgesellschaft. Den tragen wir traditionell jedes Jahr im Rosenmontagszug. Immer mit diesen Zylindern zusammen. Ich habe das Kostüm an von Colonia Rot-Wies. Wir sind das Tanzcore der KG Schlender Hanna Lumpe. Und ja, das sind wir, Rot und Wies. Mit einem ausgefallenen Kostüm ist es jedoch nicht getan, um einen netten Eindruck zu hinterlassen. Gibt es da vielleicht eine Zauberformel, um einen kleinen Kuss zu ergattern? Naja, ein schönes Kompliment geben, ganz klar. Bütze. Nett fragen, Bütze und einfach Spaß haben. Und Bütze gibt es, wo man auch hinschaut. Ein Küsschen links, ein Küsschen rechts und weiter geht's. Aber gibt es auch Dinge, die selbst an Karneval gar nicht gehen? Ja, keine dummen Anmachsprüche wie, ja, hast du rum, willst du rummachen. Einfach nett sein, aufeinander zugehen, hallo sagen, wie geht's, ja. Aber keine dummen Anmachsprüche. Ich sehe das genauso. Also alles mit Anfassen geht definitiv zu weit. Weiß ich nicht. Und sonst, keine Ahnung, ich habe einen Freund, ich möchte gar nicht rangemacht werden. Nix darf man, alles ist erlaubt. Wie ist die Stimmung? Super geil, haben Spaß an der Freude. Und das ist auch zu sehen. Es ist ein fröhliches Miteinander zwischen den Feiernden. Die Kamelle fliegt und die Kindergesichter strahlen. Wenn dann doch mal zu wenige Bonbons ankommen, muss mit einem eigenen Schlachtruf ausgeholfen werden. Herrliches Wetter, tolle Kostüme, Bombenstimmung, wunderbar! Menschen was geben, Freude geben, Blumen geben, das ist das Beste, was es geben kann. Und genau deswegen können wir uns auch jetzt schon wieder auf die Karnevalszeit im nächsten Jahr freuen. Wo das gefeiert wird, ist einigen bereits jetzt schon klar. Das ist der Wahnsinn, da muss man dabei sein.